Neue Runde Dota 2. Eigentlich wollte ich ganz gern Doom auf der Safe Lane spielen. Es hat sich durch Zufall ergeben, dass er ausgewählt war. Da dachte ich, na gut, spiele ich das mal. Ja. Aber leider ist es dann nicht dazu gekommen, weil als Dritter der Phantom Lancer gerandomt hat, als Dritter. Und die Lanes ein bisschen scheiße waren. Ich mache einen Offlane Shaker. Ja, so, nur gucken, wie ich mich mit ihm anstelle. Offlane Shaker. Gucken. I think all of us can agree. This one is in the bag. Will ich mal probieren mit dem Offlane Shaker. Das sind so Sachen bei manchen Helden wie einem Darkseer oder einem Clockwork, weiß ich relativ genau, was ich mache auf der Offlane. Beim Dings bin ich mir nicht ganz so sicher. So, das oben lassen wir einfach mal schön. Da ist schon Queen of Pain und Lion und Gyrocopter. Das ist keine gute Idee. Dann blocke ich lieber ein bisschen meine Lane. Ich weiß nicht, ob ich einen Fischerblock mache, wenn ich ein bisschen besser stehe. Wie solche Sachen weiß ich halt nicht genau. Macht man das mit dem Shaker schon eher oder eher nicht? Auf jeden Fall stehe ich jetzt recht gut. Ohne groß Gefahr zu laufen, da blöd kaputt gemacht zu werden. Muss ich nochmal lernen, wie ich mit ihm last hätte. Dann wäre alles super. Okay, Flag Cannon. Wahrscheinlich, weil er gerade gepullt hat. Okay, da rennt Legion Commander wenig HP rum. Ich hole mal die Rune oben. Das ist nett. Die Wave pusht auch ein bisschen. Ja, so halb. Ein bisschen wenig dann doch sogar. Okay, jetzt pusht sie ein bisschen. So, Hauptsache, sie kommt ein bisschen schneller in meine Richtung. Ne, ich dachte, das hätte gereicht, der Ward. Ne, anscheinend nicht. I'm saving up. Wie hat er noch? Ja, da ist der Lion. Geh ich mal lieber zurück. Will meine Potion nicht unbedingt dispellen. Das könnte interessant werden.
Ne, wenn mich jetzt hier stunt, das ist nicht so schlimm. Kommt der nicht mehr ran. So, die Potion zumindest zum Teil dispelled. 4 Minuten Rune. Ups. Autsch, die Flag Cannon tut dann doch weh. Ja, da kommt jetzt ordentlich XP auf mich zu. Last Hits noch. Die Mango hilft mir jetzt noch ein bisschen. Au, check hier. Die Mango hilft mir jetzt ein bisschen hier, aber auch nicht allzu sehr. My heart is pounding. Kurier gleich mal herholen. Tja, der Ward war ein bisschen fail. Okay. Das habe ich gerade noch rechtzeitig gemerkt. Bin gerade auch noch rausgekommen vor allem. Der ist drauf. Warte mal kurz. Auf dem Weg. Komm. Ja, habe ich nicht mehr gesehen. Da ist der Gyro oben. Braucht man neue Wards. 130. Ja. Der Mango, wenn ich noch meine Reichweite gelesen hätte, ich was machen können. An earthquake coming. Shake it off. So, der Gyros. Ah, nicht, ist er wieder da. Gar nicht miss. Wenn ich endlich nach stundenlang vielen Mist sage, das kommt er natürlich genau in dem Augenblick wieder. Doch eher weh. Schade, dass der Sheriff ihn jetzt gerade kommt. Autsch. Na gut, den krieg ich jetzt damit auch. Wie weit ist LC? Mit ihrem Scheiß. Back for more. What's it all for? Resurrected, dying again, resurrecting again. Why? Yes.
Achten, ne? Die Achten ist nur oben eingesammelt. Stronger by an order of magnitude. Ich glaube, ich hätte mir einen Soul Ring. Ich merke nämlich, weil ich das zu selten spiele. Ich hätte mir einen Soul Ring holen sollen. Wahrscheinlich startet das Circlets und das Gauntlets. Wäre dann wohl die bessere Wahl gewesen. Und das sind so Erfahrungswerte einfach, wenn man sowas häufiger macht. Ach komm, jetzt habe ich auch noch abgebrochen. Wollen nur die Animation danach abbrechen. One's middle tar being attacked truly does send such a rapturous flowing through one's veins. Fischer war nicht ganz ideal, aber hat am Ende gesessen. In diesem Spiel werde ich die Arcane Boots bauen, weil der Zeus sobald nicht dazu kommen wird. Sehr schön, das waren ein paar gute Last Hits, die ich dringend gebraucht habe. Top Tower under siege. Okay. Your top tower is under attack. I'm under attack. Your top tower is under attack. Ach komm! So. Ich habe mir fürs Totem gereicht. Fuck, das Totem hätte so wichtig sein können. Nein! Boah, Glück gehabt. Gut von der Queen of Pain. Sonst hätte es der Ulti. Autsch! Ein Win, der erste. Well, fuck. Indeed. So, als nächstes gibt es den Blinkdagger bei mir. So, ich werde schon ein bisschen Support machen. Ich mache jetzt nicht den Crit Shaker oder so. Aber den Dagger hätte ich schon ganz gerne. Das kann ich vielleicht hier unten ein bisschen. Na, ist gar nicht schlecht, wenn die jetzt ein bisschen stehen bleiben. Dann kommt gleich eine größere Creep Wave auf einmal an. Okay. Crack.
Naja, wenigstens kriegt er kein Dings. Kein Win. Na, war ich ein bisschen zu gierig. Habe ich zu spät gesehen. Ja, meine hätte ich das Enchant Totem noch rausgekriegt. Als er auf mich zugelaufen kam. Nächstes ein bisschen schneller, das war ärgerlich. Noch schön hin und her laufen. Super. Den Tower können sie sich jetzt relativ easy holen. Sehr schön. Run! Boah. Wie nett es von dem Gyro war, noch in die Range zu laufen von den Creeps. Vielen Dank dafür. Ja, dann habe ich den Paint auch noch erwischt. Aber es war sehr nett, tatsächlich von dem Gyro noch reinzukommen. Wie geil der Bildschirm immer wackelt. So, BAM! Da fühlt man richtig die Power danach. Okay. Ja, der Blinkdagger fehlt nicht mehr viel. 500 Gold, das ist machbar. Wir führen ganz okay mit 2 Towern und 18 zu 12. Vor allem geht der Shadow Fiend steil. 5-1. 6-3 auf dem Bloodseeker. Das kann was werden. Na, ob es eine gute Idee war. Oh, was ist das denn hier? Okay. Unten der Nyx. Nyx. Nerven wir unseren Tower nicht. Radiant structures are fortified. Bottom tower being attacked. So, 200 Gold noch. Das könnte in der Mythe gegessen sein. Ach komm. Das war mein Last Hit. Wie viel macht das genau? Aftershock? 125, okay. Bis jetzt der Nyx. Ich will jetzt nicht an den Nyx irgendwie verrecken, kurz bevor ich meinen Blinkdagger habe. Das wäre ein bisschen super scheiße. Ah, der Nyx in der Mitte, okay. Irgendwie habe ich gedacht, der Nyx wäre grün. Queen of Pain ist grün. Irgendwas durcheinander gebracht. Okay, da ist Stress. Blinkdagger. Now it's on. So, ich habe Blinkdagger. Kommt auch jemand dazu? Leider nicht. I quake with power. Oh Mann. Schön im Sentry gestanden. Wir hätten es doch baiten müssen, dass er den Zeus duelliert. Dann wäre es perfekt gewesen. Haben sie mich dann gesehen? Lieber weg.
Zeus macht das echt super. Dire structures are fortified. Bottom tower being attacked. Jetzt kann ich hier gerade ein bisschen rum und warte drauf, dass irgendwas passiert und nichts passiert. Das ist ein bisschen lame. Ich weiß gerade kein Town Portal hatte. Stacken wir mal das Camp hier. Komm mit. Geht der Action. Bin auf dem Weg. An earthquake back to earth. It's not ready. Sauber. Das war knapp, kam ich gerade noch in Range. Yes! So, was nehmen wir denn als nächstes? Ich finde Vale of Discord ein bisschen komisch. Weiß ich nicht. Bei Sand King ist es cooler, weil man halt reingeht und stunt und dann Vale of Discord und so. Aber hier muss man Vale of Discord machen, bevor man den Ulti macht. Das ist so ein bisschen wie Midnight Pulse von Enigma. Und das kostet ja immer Zeit. Das kostet dann ja immer noch kurz. Das kostet dann immer noch Zeit und deswegen bin ich mir nicht ganz sicher mit dem Vale of Discord. Wie man das am besten macht irgendwie. Keine Ahnung. Da haben sie einen Ward. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht in den Dings rein, in den Spike Carapace. Deswegen habe ich da ein bisschen gewartet und dann den TP abgebrochen vom Gyro. Das ist wieder auch das andere Problem, merkt man auch wieder, keine Ahnung. Keine Ahnung vom Shaker. Merkt man daran, dass ich halt da nicht weiß, was ich spielen soll. Ich warte halt nur, dass jemand mal... Mhm.
a tribute. So lang rumgewartet und dann ist nichts draus geworden. Ja. Mach ich halt diese blöde Raid auf Discord. Ich bin bloß so schlecht, damit das richtig einzusetzen. Passiert irgendwie schon so lange nichts. Gammel hier rum, will irgendwas machen. Na gut, den haben sie. Viel Zeit damit verbraten jetzt. Voll reingelaufen auch noch. Oh. Naja, jetzt habe ich ja mal mein Bait. Oh, knapp. Wie die letzten Male war natürlich alles von mir perfekt geplant. Deswegen hat es geklappt. Ne? Go, 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 500 Viewer, schreibt Henry gerade. So knapp. Mit knapp drunter. Das ist der Gyro. So, mal gucken, wie ich mich anstelle mit dem Veil of Discord. Wie gesagt, am Sand King fühle ich mich ganz wohl damit. Okay, da ist die Quap. Und mit dem Shaker weiß ich noch nicht so genau. Es warnt ja immer vor, praktisch. Enchant, break and crack. Soll man nicht da reinlaufen? Den Calldown. Bale war jetzt gerade nicht so der Hammer. Na, das muss ich mir noch ein bisschen anschauen. Mit dem Shaker kann ich noch so viel lernen, aber es ist so ein cooler Held. Den muss ich echt mal lernen. Häufiger spielen. Mit Item-Build und so. Also von der Spielweise her macht den schon ganz okay. Aber so vom Item-Build und so. Da bin ich ganz schön schwach mit dem Shaker noch. Noch holen. Was, die Quap ist da auch. So, ich weiß nicht, ob man Eggs baut am Shaker. Macht man das nicht? So ein Noob, der lebt. Okay, es war kein Win. Nice.
Gegner, das hätte er stoppen sollen. Die Zeus-Platziger-Kombo ist auch bitter. Oh, da dachte die Quap, der Shadow Fiend wäre schon tot an der Stelle. Oh, und 500 Zuschauer haben wir. Yay! Jetzt sehe ich es mal. Ich konzentriere mich gerade so aufs Spiel. Schöne Sache. Shake it off. Vielen Dank an alle, die da sind. Kommt mal her. Gleich mit zu den Jungs. Mit die Roshan machen können. Yes. Nicht, dass sie mich unbedingt brauchen würden. Aber kann mich ein bisschen nützlich fühlen hier. Monster Kill. Zack, kann ich einen Roshan-Hit machen. Genau. Easy Game, easy Läuse. Das ist genau der Spruch, glaube ich, den er gesucht hat. Easy Game, easy Läuse. Hast du gut gemacht, Platziger. Der Zeus super supported. Ihr meint, der richtige Weg wäre ein Forstaff gewesen. Stimmt, Forstaff wäre wahrscheinlich besser gewesen. An dieser Stelle. Wir können einfach mal Base gehen, würde ich sagen. Seraphine mit Aegis. So, er noch den Bonus Damage bekommen. Nein, ich war gerade dabei. Autsch, dann sterbe ich tatsächlich noch. Na, ich habe erst geguckt, ob ich ohne Ulti durchkomme. Aber ich wollte nicht, dass der Legion Commander den Bonus Damage kriegt und dachte, er wird drauf geschissen. Ja, Forster wäre halt gut gewesen. Ist auch ein super Item an Support, stimmt schon. Brauche ich an Sand King auch immer. War gerade euer Tipp aus dem Twitch-Chat, das ist auch richtig. Das wäre die gute Wahl gewesen. Eben hätte ich, glaube ich, den Veil hier unten schon einsetzen können, habe ich ein bisschen verkackt. Den Veil am Shaker mache ich noch ein bisschen falsch. Autsch. Ja. Diesmal schafft er einen Win.
Wenn ich den Force Staff noch dazu habe, aber dann mit dem Veil. An Sand King Arni schreibt gerade, dass er auch Veil zu spät benutzt. Das mache ich auch am Shaker gerade. Das meinte ich halt damit. Am Sand King klappt es gut. Oh, ganz knapp drüber geblinkt. Ha! Gute Idee, gutes Duell. Bottom tower being attacked. Your bottom tower is being destroyed. Geht da gerade der Trash Talk um. Tower-Akku loswerden. Teuer ist es eigentlich 50 Mana. The enemy's top tower just screamed and exploded for no discernible reason. Autsch. Das tut doch auch alles weh. Ich habe auch Gefühle. The enemy's top tower has fallen. The enemy's top barracks has fallen. Enemy's top barracks destroyed. You have earned mega creeps. Na gut. Keine Gefahr hier gerade mehr. Nux noch tot. Their middle tower is destroyed. Ich kann gerne noch einen super geilen Ult hier machen. Kommt dann noch alle nochmal raus, dann mache ich Veil of Discord auf alle. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. Autsch. So. Ja, da muss ich mehr. Ich werde mir, glaube ich, mal ein paar Videos anschauen zu Shaker, zu Offlane-Shaker. Nicht unbedingt mal zu dem Crit-Build oder so, also nicht mal so sehr, aber ich bin halt nicht ganz sicher, wie gut ist ein Aghanims auf dem Shaker. Beim Sand King kann ich es ganz gut einschätzen. Aber für die Offlane war es ganz okay, lief es ganz gut. Also wie gut das ein Ärger nimmt, das weiß ich nicht so genau. Das muss ich mir ein bisschen anschauen. Wie spielt man den am besten auf der Offlane? Ein bisschen mit Creeps blocken, wie ich es am Anfang gemacht habe mit dem Fischer. Ist ganz gut geklappt. Mit dem Veil, ja, theoretisch gut, aber bei mir irgendwie, wie gesagt, man muss ja die Millisekunde nutzen, so ein bisschen wie Enigma-Ulti. Wenn man sieht, die stehen perfekt rein, bams, wann soll man denn das Blöde, kann man vielleicht dann direkt danach den Veil of Discord machen, weil die Explosion ja noch auseinanderläuft. Wahrscheinlich. Das muss ich mir mal angucken. So ein Guide oder ein Video. Da wird es mit Shaker auch noch besser, aber das lief ja auch schon mal ganz schön.